Okay, das ist super seltsam. Hi, ich bin Josef und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich 10 Tage lang nichts mehr höre. Was macht mein Gehirn, wenn es dauerstill um mich ist? Und wie geht's meiner Psyche? Um mich so gut wie möglich abzuschotten, kombiniere ich den stärksten Lärmschutz, den ich finden konnte, mit den besten Ohrstöpseln für die größtmögliche Stille. Zu viel Lärm kann uns krank machen. Momente der Stille sind wichtig. Aber was passiert, wenn sie für eine hörende Person wie mich plötzlich dauerhaft wird? Das ist auch anders als Noise-Canceling-Kopfhörer. Oh, aber ich höre meine Stimme über meine Knochen. Ich höre meinen Herzschlag. Ich höre mein Blutrauschen. Oh, ist das komisch, wie ich atme. Ich gewöhne mich schnell an die Ruhe, arbeite konzentrierter und habe das Gefühl, dass mich nichts mehr ablenken kann. Wie wichtig ist eigentlich Stille für hörende Menschen? Ständiger Lärm macht uns krank. Aber was ist mit ständiger Stille? Wenn man sich in schalltote Räume begibt, bekommen die meisten Menschen nach einer Weile Angst. Das Ohr ist ein wichtiges Warnorgan für hörende Menschen. Manche Menschen fühlen sich daher hilflos ausgeliefert, wenn sie mit Ohrstöpseln schlafen und können so überhaupt nicht entspannen. Ich habe einigen Leuten in meinem Umfeld Bescheid gesagt, dass ich für dieses Experiment ab jetzt nichts mehr höre. Aber wie immer habe ich Personen vergessen. Und eine davon steht am ersten Tag verwirrt vor meiner Tür und bekommt die Tür nicht geöffnet. Gehörlose Menschen haben meist eine visuelle Klingel in ihrer Wohnung, um durch Lichtsignale das Klingeln mitzubekommen. Ich habe sowas nicht. Deine Selbstexperimente gehen mir manchmal so auf den... Dieser Moment bleibt nicht der einzige, auf den ich schlecht vorbereitet bin. Denn direkt am nächsten Tag... Ich habe jetzt ein Meeting, das echt wichtig ist, und zwar über Zoom. Ich habe gerade so ein Experiment am Laufen. Leider beinhaltet es, dass ich nichts höre. Es ist ein bisschen doof für unseren Call jetzt. Vielleicht können wir ihn tippen. Das Gespräch mit Skillshare, wegen meines Kurses zum Drehbuchschreiben, läuft gut, weil der Kollege auch so sympathisch mit der Situation umgeht und alles in den Chat tippt. Es tut mir total leid. Es ist einfach richtig doof getimt. Trotz ein bisschen Chaos läuft erstmal alles ganz gut. Ich habe heute Mittag den Wasserhahn angelassen. Ich hätte das sonst wahrscheinlich gehört, weil es so getröpfelt hat. Aber ich habe den anscheinend mit so einer routinierten Handbewegung ausgemacht und dachte dann, der wäre aus. Und auch das tägliche Wechseln der Ohrstöpsel ist interessant. Ich versuche das immer so schnell wie möglich zu machen. Und das Lauteste ist eigentlich das Rausnehmen von den Ohrstöpseln. Und dann höre ich auch so das Rauschen der Welt. Okay, ist ganz interessant. Ich fühle mich jetzt gerade eigentlich wieder geschützt, jetzt wo wieder still ist. Also mein Selbstbewusstsein pusht es auf jeden Fall nicht. Ich fühle mich jetzt nicht schlecht, aber doch eher so, als würde ich mich sehr zurückziehen vor der Welt gerade. Geräusche können stark ablenken. Ich merke, dass ich mich ohne sie besser konzentrieren kann. Und das muss ich auch. Ankommende Gefahren, wie vorbeifahrende Autos oder Fahrräder, kann ich nicht hören. Ich muss sie sehen. Ich achte viel stärker auf meine Umgebung und bewege mich auch vorsichtiger oder bewusster durch die Gegend. Aber dann passiert etwas, womit ich gar nicht gerechnet habe. Richtig mies geschlafen. Moment. Wie wache ich eigentlich jeden Morgen ohne Wecker pünktlich auf? Damit. Ich nutze die Vibrationsfunktion meiner Smartwatch als Wecker. Außerdem ist meine Smartwatch auch mein Dezibelmeter, um zu sehen, wie laut es aktuell um mich ist. Wie merke ich eigentlich, wenn bei mir jemand in die Wohnung einbricht und ich nichts höre? Ich habe den ganzen Tag schon das Gefühl, irgendjemand ist in der Wohnung. Die ersten Tage in Stille sind angenehm. Meine Atmung ist allgegenwärtig. Essen, Trinken und Zähneputzen sind super laut. Ich höre mein Herz klopfen, mein Blut rauschen. Ich genieße die Stille. Für die meisten hörenden Menschen ist sie aber schwer zu ertragen. Manche empfinden sie schon nach wenigen Minuten als unerträglich. 1952 sollte ein Pianist dieses Musikstück spielen. Er öffnete den Klavierdeckel und saß für die Dauer des Stücks einfach nur da. Das Publikum wurde unruhig. Einige fingen an, sich zu unterhalten, andere verließen den Konzertsaal. Sie konnten die Stille nicht ertragen. Das Stück war keine 5 Minuten lang. Videos zu diesem Stück sind übrigens wirklich spannend anzusehen und zu hören. Und es gibt auch ein paar ziemlich gute Coverversionen. Und bevor du jetzt sagst, das kann ich auch, stimmt das wirklich? Kannst du wirklich 4 Minuten 33 absolute Stille ertragen? Stille kann für hörende Menschen schwierig sein, weil unser Gehirn Abwechslung mag. Es ist aber auch eine Frage der Gewohnheit. Wer nie gelernt hat zu schweigen, wird auch durch Stille mehr belastet. Gefühle der Einsamkeit sind in Stille nicht unüblich. Bei mir selbst tritt allerdings etwas ganz anderes auf, was mich allerdings auch sehr belastet. Ich habe den ganzen Tag schon das Gefühl, irgendjemand ist in der Wohnung. Und ich bin diese Woche alleine, hier ist niemand. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, ich höre hier irgendwas. Ich sehe ja gerade hier, während ich spreche, es ist still, während ich nicht spreche. Also hier sind gerade keine anderen Geräusche. Und ich denke auch immer, gleich geht die Tür auf und es kommt jemand rein. Und da ich jetzt mit dem Rücken zu der Tür sitze, macht es das noch schlimmer. Weil unser Gehirn Abwechslung mag, kann es sein, dass wir in der Dunkelheit Dinge sehen, die nicht da sind, und in der Stille Dinge hören, die nicht da sind. Und ein kontrollierter Sinnesentzug kann sogar zu Halluzinationen führen.
Der Soziologe Maurizio Montalbini lebte über 7 Monate alleine in einer Höhle und halluzinierte dabei immer stärker. Erst glaubte er, einen Vogel in der Höhle fliegen zu sehen, später hörte er entfernte Hilfeschreie, bis nach mehreren Monaten Isolation kopflose, flüsternde Gestalten auftauchten. Sinnestäuschungen sind das eine. Aber was ist, wenn eine Angst plötzlich Realität wird? Es tut so krass weh. Ich glaube einfach mit der Zeit ist es so heftig geworden. Es sind halt auch Druckstellen entstanden. Ich habe schon versucht, die ein bisschen zu lockern, damit das weniger wird. Bevor wir zu meiner Geistererscheinung kommen, möchte ich euch 2 Bücher empfehlen. Das eine hat mir sehr geholfen und das andere wirklich fasziniert. Stille. Ein Wegweiser von Erling Kagge, der Mann ist Norweger. Er ist allein zum Südpol gereist und hat einsamste Momente erlebt, um zur inneren Stille zu finden. In diesem Buch fragt er, was Stille wirklich ist, warum sie ein wichtiger Luxus ist und wie man sie auch im täglichen Trubel eines lauten Lebens finden kann. Wo ist es stiller als im Weltall? In die unheimliche Stille habe ich so viel über das Schweigen des Alls erfahren. Harald Lesch und Harald Zaun besprechen darin sehr detailverliebt und dennoch verständlich für Amateure wie mich, was passieren würde, wenn wir wirklich in Kontakt mit Aliens kämen und was der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Ich lese sehr gerne Bücher und ich liebe es auch, sie zu hören. Und diese beiden Bücher findet ihr auch. Das waren 26 Sekunden Stille. Kam es euch länger vor? Mir kam das Folgende viel länger vor, als es wirklich war. Es ist einfach nur ein Windstoß gewesen. Boah, ich habe richtig Herzrasen. Und das Gefühl der Unruhe zu Hause wird nicht weniger. Ich habe dauernd das Gefühl, jemand ist in der Wohnung. Meine sonstigen Ablenkungsmöglichkeiten wie Musik, Videospiele oder YouTube sind raus. Selbst das neue Zelda, was Gnu mir einfach nach dem letzten Video geschenkt hat, kann ich ohne Sound nicht wirklich genießen. Zwar kann man viele Videos auf YouTube mit gut geschriebenen Untertiteln schauen, wie auch dieses hier, aber die meisten Videos haben nur automatische Untertitel und die sind kaum brauchbar. Vor allem, wenn mehrere Menschen gleichzeitig sprechen. Und am letzten Tag des Experiments wird es richtig wild. Aber bevor ich euch davon erzähle, wie ich irgendwo in Deutschland gestrandet bin, holt mich am Tag davor nochmal die Vergangenheit ein. Und ein Gefühl von Scham. Ich bin so viel kritischer mit mir selbst und meinem Verhalten in vielen vergangenen Situationen. Ich ordne jetzt vergangene Situationen viel klarer und besser und richtiger ein. Ich habe das Gefühl, es ist eine riesige Chance, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass man sich in der Vergangenheit oft nicht richtig oder nicht ideal verhalten hat und jetzt das Beste draus zu machen, indem ich zum Beispiel auch jemanden anrufen werde und eine, wie ich finde, längst fällige Entschuldigung auszusprechen. Ja cool, wie rufe ich denn die Person jetzt an? Die wohnt leider zu weit weg. Ich werde euch auf jeden Fall sagen, wie die Person reagiert hat. Wie empfindet ihr Stille? Wird ja auch gern als Achtsamkeitsübung genutzt. Das Experiment ist fast geschafft und ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, ich glaube, ich kann das empfehlen. Diese Form von Achtsamkeit ist aber nicht für jeden Menschen ideal. Circa 5% der Menschen, die an Achtsamkeitsseminaren teilnehmen, zeigen danach mehr Unbehagen als vorher. Sie kommen mit der Fokussierung auf sich selbst nicht gut zurecht. Am letzten Tag meines Stille-Experimentes sitze ich im Zug und habe eine sehr lange Fahrt vor mir. Das ist passiert. Die Bahn fährt plötzlich nicht mehr weiter. Ich bin zu diesem Zeitpunkt bereits 3 Stunden unterwegs und schon ein paar Mal umgestiegen. Bisher keine Verspätungen und keine Probleme. Doch dann steht die Bahn und es scheint eine Durchsage zu geben, denn plötzlich steigen alle hastig aus. Die Bahn-App gibt mir keinerlei Hinweis. Auch an den Tafeln ist nichts zu lesen. Also laufe ich einfach den anderen hinterher und stehe irgendwann an einem anderen Gleis. Es gibt keine Informationen für mich, denn die Lautsprecherdurchsagen verstehe ich ja nicht durch meinen Schallschutz. Und nach 10 Minuten wird es wieder unruhig, denn alle laufen erneut los, die Treppen runter, eine andere hoch und gehen auf ein neues Gleis. Und dort steht eine Bahn, in die alle einsteigen. Ich auch. Wo fährt dieser Zug überhaupt hin? Egal, denn nur 5 Minuten später steigen alle wieder aus. Da ich aktuell nicht hören kann, bin ich auch total gehemmt, Leute anzusprechen. Ich merke das am Bahnhof ganz genau, als ich wissen möchte, was los ist und sogar in mein Smartphone schon so eine erste Frage eintippe, damit sie per Tippen antworten können, mich dann aber nicht traue. Unsere Weiterfahrt ist im Moment nicht möglich, es besteht der Verdacht.
Weder die App, Anzeigetafeln oder die Websites haben Informationen. Das hier ist das Gegenteil von Barrierefreiheit. In Deutschland leben über 80.000 gehörlose Menschen. Wie gehen Sie mit einer solchen Situation am Bahnhof um? Während ich also in Warne-Eickel gestrandet bin, geht's absurd weiter. Ich muss dringend auf Toilette, am Bahnhof gibt's keine, also suche ich das nächste Restaurant und das ist die schärfste Currywurst der Welt. Und als ich mich gerade vorbereiten will, mit meinem Smartphone nach der Toilette zu fragen, treffe ich einen Freund aus Köln. Ja, ich habe gerade die schärfste Currywurst der Welt in Heine gegessen und leide wie ein Schwein. Aber, dass der Josef wieder, also, dass ich den wiedersehe nach so langer Zeit, das lindert alle Wunden. Also ich hoffe, er hat nichts Beleidigendes gesagt. Ich werde zum Schnitt ja gucken, ich kann es ja rausschneiden. Also wir versuchen uns tatsächlich mit Händen und Füßen irgendwie auszutauschen. Und es klappt so semi-gut. Es war das erste richtig lange Gespräch. Und trotz der Hürden hat es wirklich gut getan, persönlich mit jemandem zu kommunizieren. Auch wenn kommunizieren hier ein sehr großes Wort ist. Und am nächsten Tag endet das Experiment. Am Abend. Ganz kurz zur Info, weil es im Schnitt rausgeflogen ist. Ich habe ohne Kopfhörer geduscht und die Ohrstöpsel danach gereinigt. Und mir ist völlig klar, was für ein Luxus es ist, sich zu entscheiden, ob man etwas hören möchte oder nicht. Das habe ich in diesem Experiment auf jeden Fall auch gelernt. Und jetzt setze ich die Kopfhörer das erste Mal wieder ab. Ich höre sofort die Straße draußen, meine Stimme. Meine Stimme. Meine Stimme ist laut. Ich habe das Gefühl, ich habe 360 Grad Surround Sound aktiviert. Im ersten Moment ist alles zu viel und zu laut. Ich bewege mich vorsichtiger, noch leiser, will irgendwie keinen Lärm machen. Und abends habe ich Schwierigkeiten einzuschlafen. Und am nächsten Tag spüre ich weiter die Effekte dieses Experimentes. Es ist ein bisschen so, als hätte man vorher Stereo-Sound gehabt und jetzt Surround. Die eigene Stimme hört sich immer noch so anders an. Grüße aus dem Schnitt. Das Gespräch mit der Person, der ich eine Entschuldigung geschuldet habe, ist tatsächlich sehr gut verlaufen und darüber bin ich sehr glücklich.